Hallo, liebe Freunde des gepflegten Aufbau- und Echtzeit-Strategiespielspaßes. So, willkommen zurück zu Anno mit Oher und mir. Hat er sich hier, hat er hier Mühe gegeben? Was ist da los? Ja, ja. Hallo? Hallöchen. Ach hier, ich bin noch Punjo. Ich bin überrascht. Mein ganzer Kautschuk ist alle. So geht das aber nicht. Okay. 5000 Investoren. Ja. Bei mir ist immer noch das Problem, dass der nicht weitermacht, weil irgendwas fehlt. Weil, ja. Ach, hier, Fenster. 237 von 300. Und ich hatte ja schon das letzte Mal geguckt. Die konnte man nirgendwo kaufen. Ne. Rum, Kaffee, Schoki. Es fehlt. Kaffee fehlt, Rum fehlt. Ach du Scheiße. Muss ich mal kurz gucken. Habe ich irgendwie einen Rohstoffmangel? Ach, Stahl. Ich habe allerhand Rohstoffmangel. Glas. Hatte ich mich nicht darum gekümmert? Das mit dem Glas verstehe ich jetzt allerdings nicht, weil ich hier eigentlich welches produziere. Aber das scheint nicht zu reichen. Die Formel ist unvollständig. Hatte ich schon genug Quarz? Eigentlich schon. Na gut, dann müssen wir auch mal eine. Was ist denn hier los? Fehlt Gold. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist echt knapp hier. Mal da so. Das ist ja gar nicht meine Insel. Gerade wo der mit den Ponchos kommt, aber der kommt nicht. Ich glaube, das wird. Ich glaube, das wird nichts mehr mit den Ponchos. Na gut. So. Eisen. Hier eventuell noch Eisen auf der Insel. Steinkohle, Zink, Steinkohle. Scheiße. Ja. Ne, gar nichts. Hm, na hier. Ach, Robles Steinkohle. Hm. So, mal gucken, ob das an Kautschuk reicht, was ich jetzt abbaue. Gucken, wo ist denn das hier? Ja, dann gucke ich nochmal, wie viele Schiffe ich habe. Nur eins, ja, kein Wunder. Hier eins habe, was rumgammelt. Nee. Warum habe ich so ein massives Eisenproblem? Das ist echt kacke. Kein Bruch. Äußerst verheißungsvolle Karten. Vielleicht sollte ich einfach mal die Stahlträgerproduktion irgendwie. Wobei die brauche ich jetzt wahrscheinlich für die Häuser-Upgrades. Ja, das Projekt frisst jetzt gerade meine kompletten Fenster auf. Und ich kann jetzt im Grunde nur warten. Das Problem ist halt, dass Eisen fehlt. Oder Stahl. Und ich dachte eigentlich, dass ich hier auf der Insel davon einiges produziere, aber scheinbar nicht.
genug. Oh, ich habe zwei super schwere zoologische Expeditionen. Wir können nur auf guten Wind hoffen. Warum machst du denn auch sowas? Na. Das ist bestimmt gut. Toll, ich sehe schon, die Ponchos kommen dann an, wenn es zu spät ist. So, ja, da hatte ich letztes Mal schon geguckt. Kein böses Erwachen in Sicht. Aber ich könnte natürlich. Kauft der eventuell Rohstoffe? Ja, toll. Da kommen die Ach nee. Das ist gar nicht das Schiff, was ich. Toll. Das war ein anderes Schiff. Das hilft ein bisschen. 32 Klamotten. Es verkauft aber auch keiner die Rohstoffe, die ich bräuchte für. Doch er. Eisen. Das ist gut. Und Gold auch. Ja, das ist doch perfekt. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Vorhin hatte ich 45% Moral. Ach so. Wir wollten probieren, ein Kampfschiff zu nehmen, ne? Ob das einen besseren Moralbonus hat. Das war die Erfahrung bei mir hat gezeigt, also ich habe das irgendwann schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das hier im Let's Play war oder nicht, oder ob es im Stream war, aber das war irgendwie kacke. Das Kampfschiff war kacke? Das ist irgendwie schon mit einer ganz schlechten Moral losgefahren. Also ja, irgendwie ja. Nur mit 60% oder so. Und ich weiß nicht, woran das lag. Eben, ich komme nur auf 45. Also mit dem Frachter. Die Frage ist halt, ob es einfach einen automatischen Malus gibt, je schwerer die Mission ist. Also das glaube ich fast auch. Ach, hier ist er. Achso, den können wir ja ausstatten. So, ich fahre mal noch mit. Wenn der hier ist. Zeit, den Sextanten zu entstauben. Was? Ach so, und hier können wir so wenig Sachen mitnehmen. Okay. Nee, Kampfschiff ist Quatsch. Ja, du müsstest dann so ein Dampf. Wie heißt das hier? Schlachtkreuzer. Der hat wieder einiges. Der hat mehr Slots. Ich gehe jetzt mit 45% los. Oder oh Gott, das ist Spaß. Das wird hart. Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Leider. Ich probiere es. Ach so, Mist, der Ölhafen braucht ja auch Fenster. Ich hatte jetzt gerade die Idee, dass ich die Eisenmine hier, die ich hier habe, auf der zweiten Insel elektrifiziere. Weil eigentlich habe ich in der neuen Welt genug Öl dafür. Aber kann ja aktuell keine Fenster abstellen, weil ich die für das blöde. Ich könnte ja ein paar verkaufen. Hast du welche? Ich hab welche, ja. Ich brauch die gerade nicht. Welche Insel muss ich denn da anfahren von dir? Die Hauptinsel in der Mitte. Südlich. Ich hab mein Schiff hingeschickt. Weil wenn ich mir hier meine Stahlproduktion angucke, dann läuft die, glaube ich, auch nicht wirklich rund. Nee, die läuft nur. Mein Gold ist alle. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Warum eigentlich? So, weil Eisenerz fehlt. Aber ich hab doch auf der Insel. Oh, nee, weißt du, was das. Oh, nee, nicht nochmal, ey. Na. Naja, ich hab ja auf der Hauptinsel zwei Eisenminen. So, die eine ist elektrifiziert. Und die andere halt nicht. Und ich könnte natürlich jetzt wieder anfangen,
das wieder alles zu verlegen. Also müsste ich halt alles, was ich jetzt hier schon mal gebaut habe, wieder... Ach, na gut, okay. Mega Aufwand. Ich glaube, das ist fast einfacher, auf der zweiten Insel noch einen Hafen zu bauen, weil dann ist nämlich der Weg vom Hafen zur Mine ist ein Klacks. Das sind 100 Meter. Vor allem könnte ich ja sogar noch die Großküche elektrifizieren. Das wäre geil. Naja. Jetzt kaufe ich erstmal. Ich kaufe erstmal Roheisen ein hier. Ach, eigentlich gut, habe ich eigentlich zwei Schiffe hier. Achso. Gut. Weißt du, was mir neulich einer geschrieben hat unter dem Video? Okay. Dass man die Furniere auch in der alten Welt bauen kann. Was? Echt? Ja. Hast du das überprüft? Nee, aber ich glaube, dass es stimmt. Ja. Das stimmt. Du brauchst dafür, boah, krass, du brauchst dafür aber Ingenieure. Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Also eigentlich ist Handwerker da die sinnvollere und vor allem die logischere Klasse dafür. Mhm. Aber ja, das stimmt. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Ja, naja, gut. Haben wir jetzt beide 150 Tonnen aus der neuen Welt. Genau. So, ich brauche mehr Häuser. Und mit dem Schiff wollte ich Gold kaufen. So. Tabak holen wir woanders her. Boah, kostet ja nur läppische 187.000 ist Gold. Machen wir extrem viel. Jetzt habe ich eigentlich kein. Wenn noch 100 Leute dazukommen. Ihre Tate nicht. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Ich bin gespannt, ob die Expedition erfolgreich ist. So Die Frage ist, verliert man dann das ganze Schiff oder? Keine Ahnung. Sie haben an Einfluss verloren. Da haben Sie es. Ja, eine Produktion wurde angehalten. Sie haben wenig Anstand. Wieso fehlen die denn jetzt hier? Du bist eine sonderbare Art Genie. Aber ich frage mich immer noch, wo das Schiff mit dem Ponchos ist. Keine Ahnung, wo das abgeblieben ist. Ist vielleicht noch auf der Fahrt? Das sind die beiden. Das muss ich nicht verstehen. Na, jetzt. Nee, das ist rum. Warum schicke ich ein manuelles Schiff mit 100 Tonnen rum? Lass mich raten, weil die hier rumsaufen wie sonst was. Das geht eigentlich. Schoner steht bereit. Halt, nur mal gucken. Voilà. Oh, meine Glühlampen sind. Oh. Oh. Oh, warum sagt man denn das keiner? Glühlampen. Schon wieder Holz. So, weil kein Glas da ist. Lass mich raten. Wo ist denn die Produktion dafür? Scheiße. Oh, die können auch nichts machen. Ich brauche echt Glas. Na dann, dann bauen wir noch mal Glas. Warum ist denn die... Warum läuft denn die Quarzmine hier nicht auf... Spielstand gespeichert. Ach, na toll. Schönen Gruß, Urherr.
Das müsste ja dann jetzt reichen. Bereit für den Einsatz. Ach, Schokis auch alle. Schoki wird aber Schoki. Eigentlich viel gebracht, ja. Habe ich von den anderen Ressourcen, die ich für die Glühbirnen brauche, eigentlich noch was? Das war ja Kohlebindfäden oder irgendwas hier. Ach, nö, da habe ich noch genug. Es fehlt echt Glas. Vielleicht sollte ich einfach mal kurz... Das Blöde ist ja, wenn man die Produktivität steigert von einem Gebäude, dann ist das nicht für das einzelne Gebäude, sondern ist das quasi für alle Gebäude auf der Insel der gleichen Klasse. Ja. Da musst das du dann mitrechnen, ne? Ja. Also einerseits ist es natürlich logischer und global gesehen natürlich nachvollziehbarer, als wenn du nur ein einzelnes Gebäude, sag ich mal, jetzt um 10% erhöhst. Weil du natürlich dann, also das Mitrechnen ist einfacher, aber ich wusste, dass das lange nicht. Ich erhöhe jetzt hier mal die Produktion oder 10%. Komm her. Ach so, du kannst dann gleich noch die daraus resultierenden Sachen oder was? Ach nee, du kannst für die ganze Klasse das dann machen. Das ist neu. Das ist ja alle. Ah, geil. Okay. Schlag diese Hand nicht aus, Schätzchen. Unter meinen Fittichen ist noch... Aha. Ja. Mein Schiff ist ja bei dir. Warum nicht? So, Fenster hat er gesagt, soll ich dir geben. Na dann. Ich hoffe ja, wenn die jetzt nicht verbraucht wurden. Na, siehst du. Du bist jetzt... Ich hab dir gerade 150 Tonnen davon abgekauft. Ich hoffe, dir fehlen sie jetzt nicht. So viel? Nee, eigentlich habe ich eingestellt, dass was übrig bleibt. Ich habe alle genommen, die es gab. Ja. So. So, was wollte ich? Achso, Kaffee von hier. Wir helfen, ob das eine Möglichkeit ist. Warum sind meine Handwerker jetzt eigentlich? Ja gut, dann müssen wir mal ein paar Gebäude zu Handwerkern machen. Müsste ja eigentlich erstmal reichen. Und Ingenieure, aber die Ingenieure sind ja nur pissig, weil denen gerade irgendwie was fehlt, ne? Die blöden Glühlampen. So, du meintest hier hin. Ach, das ist Schüler hier. Gut, ich könnte natürlich auch einfach. Die Eisenmine auch ein bisschen noch drüber laufen lassen. Ja, das ist gleich vorbei. Wo ist das Schiff mit den Fenstern? Hier. Oh Gott. Gegen den Wind natürlich. Was sonst? Na, Schoki ist bei mir eigentlich auch gleich alle. Hab ich gesehen. Kommt da was nach? Nee. Boah, nee, jetzt werden die alle krank. Zustand gespeichert. Ist noch irgendwo einen anderen Arzt in der Reichweite? Nee, hä? Shit, der einzige.
das ist hier. Nee, ja, das ist ausgebrochen. Doch. Nee, das ist der, den ich gerade losgeschickt habe, okay.